Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, es ist morgens. Ostersonntag. Ich bin voll enttäuscht. Ich habe ja Avon bestellt und habe mir extra so einen gelben Nagellack bestellt. Und der ist nicht gekommen. Ist das nicht ärgerlich? Ich wollte extra zu Ostern schönen Nagellack haben. Für euch. So Osternagellack. Gelb. Aber so ein schönes sonniges Gelb. Und dann wollte ich eigentlich so Osterhasen auf die Nägel malen. So mit Grau und Weiß und so ganz klein bisschen Schwarz. Das kann man mit einem Zahnstocher, kann man das ganz gut machen auf den Nägeln. Das mache ich manchmal mit den Kindern, so Blumen oder so. Also kennt ihr das, so einen Punkt drauf machen und dann mit dem Zahnstocher so eine Sonne? Das mache ich auch manchmal. Ach ja, so jetzt habe ich mir, ich glaube, es ist jetzt ungefähr das dritte Mal mit diesem Asam-Shampoo das Haar gewaschen. Ich glaube, das kommt jetzt hin mit dem dritten Mal. Also mit diesem blauen, mit Hyaluron. Und jetzt merke ich schon, dass das Haar schöner ist. Auf jeden Fall. Also es wird so langsam, wird es schöner. Es ist so fluffig. Ja, mal gucken, jetzt habe ich gerade noch das Serum reingemacht. Also da bin ich auch noch vorsichtig, dass das jetzt so mega, also ich würde es jetzt nicht mega hypen, aber ich finde auf jeden Fall schon eine Besserung. Ich glaube aber, das dauert ein bisschen. Muss ich ein bisschen aufbauen. Ja, da war ich ganz schlau und habe irgendwie gestern vergessen, die Pinsel zu reinigen. Ich Doofkopf. Aber ich habe ja genug. Und das Make-up-Schirmchen habe ich eben schnell noch gemacht. Ja, heute ist Ostern. Ich habe gestern Abend noch schnell die Ostereier im Garten versteckt. Habt ihr ja wahrscheinlich bei Instagram gesehen. Habe ich liebe Grüße mit meinem Mann zusammen gesendet. Und ja, hatten wir spontan beschlossen. Schnell noch, also Harry Potter geguckt und immer in der Pause habe ich schnell die Eier gefärbt. Und ja, dann habe ich den Tisch schön gedeckt und bin auch müde. Ich war erst um 2 im Bett gestern. Und dann habe ich, ja, was weiß ich, habe ich noch geguckt und so. So, warum ich jetzt eingeschaltet habe, auch einfach nur so. Einfach nur so. Ich habe irgendwie so, was weiß ich, ich habe irgendwie gedacht, naja, vielleicht gibt es ja welche, die zu Ostern vielleicht alleine sind und die freuen sich dann vielleicht über ein Video. Voll eingebildet, ne? Ihr wartet auf mich, oder? Nee, so war es nicht gemeint. Ich habe Gott sei Dank meinen Stift wieder, ne? Mein Augenbrauenstift. Meine Mutter mag den nicht so gerne, der ist ihr zu dunkel. Und was anderes will sie nicht nehmen. Ich habe ihr einmal gezeigt, wie man das mit Menschenschattenbraun macht. Und das möchte sie jetzt gerne dann auch so handhaben. Da hat sie sich jetzt dran gewöhnt. Und meine Mama ist ja voll lieb, ne? Die ist so geil, meine Mama, echt. Die hat, oh, ich mache mal so ein bisschen Pflege weiter, ne? Das, was ich immer mache, wenn ich alleine bin, ne? Ich fange ich immer so an, bescheuert, ne? Ich fange immer mich zu schminken, ich mache erst die Gesichtspflege, also erstmal waschen, Zähne putzen, Haare, Haarpflege und so ein Kram. Und dann mache ich immer erstmal die Lippen. Ich weiß nicht warum. Immer die Lippen erstmal mit Rosenholz von Make-up Coach. So sieht das gute Stück aus. Das hat sie mir ja mal geschenkt, das finde ich toll. So, warum meine Mutter toll ist, weil ich habe ja drei Kinder, die noch zu Hause wohnen, wisst ihr ja, einer ist ja in Hamburg, den kann ich ja jetzt nicht sehen. Ist jetzt doch schwer, reden und quatschen. Und sie hat sich was richtig Geiles einfallen lassen. Sie hat, so wartet, beim Einschmieren kann ich quatschen. Also, drei Kinder zu Hause, eins in Hamburg. Jetzt. Und hat sie, die Kinder haben ja schon Handys. Ja, ich finde es auch bescheuert, aber man geht halt mit der Zeit. Der 12-Jährige, der klar, ne? Und die 10-Jährige auch, na klar. Aber die 8-Jährige natürlich noch nicht. Ist nicht normal. Das war auch mehr so ein Zufall. Das war so ein Überbleibsel-Handy und das haben wir ihr dann geholt. Was weiß ich, so ein ganz billiges Ding, ne? Nur damit sie eins hat, so. Weil sie sich sonst nicht gut fühlt, wenn die anderen was haben und sie nicht, so.
hat sie auch ganz lange gar keine Karte gehabt und jetzt nur eine für ein bisschen WhatsApp mit ihren Freunden und so. Das muss man aber kontrollieren, sonst mobben die sich da gegenseitig, das ist gar nicht schön. So mache ich auch, wisst ihr. Ja, jedenfalls, jetzt wollen wir mal langsam ein bisschen zum Punkt kommen hier. Das ist, aber ich sage euch, das ist gar nicht so einfach, quatschen und schminken, sich auch konzentrieren. Jedenfalls hat sie jetzt also alle Kinder, naja gut, hat nicht so richtig geklappt, aber der Plan war so, sie wohnt ja nicht so sehr weit weg von mir und sie hat dann gesagt, sie ruft die an, die Kinder, also das hat sie vorangekündigt, sie hat einmal angerufen und hat ihnen das gesagt, wie es laufen soll und dann hat sie gestern halt angerufen, gestern war ja Ostersamstag. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe hier im Garten Eier versteckt. Ich habe hier auch, wie nennt sich das, Nieten versteckt. Aber ich habe hier auch ein Hauptgeschenk versteckt im Garten. Also, und dann hat sie halt per Videotelefon angerufen und hat das dann so in ihren Garten gehalten. Und die Kinder sollten sie dann am Telefon praktisch führen. Also sagen, jetzt geradeaus, guck mal unter dem Stuhl, guck mal hinter dem grünen Gebüsch. Gebüsch, hinter der roten Blume oder so. Und dann ist hat meine Mutter dann immer das gemacht, was die Kinder gesagt haben, bis sie dann das Ei gefunden haben. Das hat meine Mama gemacht. Und als sie dann, also als alle drei Kinder dann ihre Eier gefunden haben, da hat sie dann nachher davor natürlich hier, ne? Ja, jetzt hat das. Da hat sie die dann vorbeigebracht, also sie wohnt mit einem Auto 10 Minuten von mir entfernt und hat das vor die Tür gestellt und hat geklingelt und ist schnell weggelaufen, wegen der Corinna. Ja, ist das nicht eine tolle Idee von meiner Mama, da bin ich ganz stolz drauf. Das finde ich voll süß von ihr. Ja. Ich mache das komisch, ne? Und dann damit. Quatschen und schminken ist komisch. Naja, mache ich eigentlich immer. Eigentlich müsste ich ja schon langsam Profi sein. Ne? Ja, was gäbe noch Neues? Ja, wie gesagt, Avon ist nicht gekommen. Dann habe ich was bei Look Fantastic bestellt. Ist auch nicht gekommen. Da wollte ich nochmal so eine Lidschattenbase ausprobieren. Eine tolle. Naja, gut, es gibt jetzt auch gerade Wichtigeres. Chibo habe ich hier rumliegen seit ein paar Tagen schon wieder. Ich komme nicht dazu. Da sind nochmal Kleider drin und was für die Augen. So ein Augenmassagegerät. Mal gucken, lass mal zusammen auspacken. Unboxing machen wir dann. Und nochmal Kleider anprobieren. Ich weiß gar nicht, was ich da bestellt habe. Habe schon wieder vergessen. Naja. So. Gleich ist die Familie wach, ich sag euch das. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Bin extra früh aufgestanden, habe mich gewaschen und dachte so, vielleicht habe ich ja noch Zeit. Ein bisschen. Für euch. Aber eine eigene Spucke verschluckt. Eine schon aufgestanden, die 10-Jährige, aber die steht immer so früh auf, weil die geht auch immer als Erste ins Bett. Wir haben gestern noch Harry Potter geguckt, alle zusammen, und dann ist sie sofort ins Bett. Und weil sie auch Vorfreude hatte, so ein bisschen, ne, hat sie gedacht, wenn sie schnell ins Bett geht, so war ich früher auch als Kind, wart ihr auch so, wenn man schnell ins Bett geht, dann ist schnell morgen. Naja, und die geistert jetzt hier natürlich durch die Gegend und irgendwann, wenn man ungeduldig wird, wird man ja mal lauter, ne. Dann lässt Mama was fallen, wird die Tür geknallt, in der Hoffnung, dass die anderen auch endlich aufstehen, oder? Scheiß auf Mutti und ihre Videos. Das will doch eh keiner sehen mit Mutti. Ja, so sind sie. Ja. Irgendwie ist mir warm. Ich habe mich auch so eingecremt. Ich mache ja jetzt auch diese Körperlotion-Test. Und... das wird ja auch spannend, was da gut ist und was da nicht gut ist, ne? Spannend. Ja, ich sage nichts. Denkt ja nicht, da ist nur Abung dabei.
Ein einziges Avon-Produkt ist dabei. Ach ja, stimmt ja überhaupt. Ich wollte eigentlich auch jetzt hier nicht so ein Schminki machen, sondern ich wollte ja auch meine The Best Avon-Produkte machen, ne? Ganz ehrlich. Alles nix geworden. Aber ich habe mich die letzten beiden Tage mit der Catrice-Palette geschminkt. Und das war so schön und das hat so lange auf dem Auge gehalten. Also die Palette kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das wird so eine Art Frühlingslook, sag ich mal. Jo, ist ja jetzt modern bei YouTube. Frühlingslook. Jetzt machen alle Frühlingslook. Ja, weil es ist ja Frühling. Ich weiß ja nicht, wie ich das sonst nennen soll. So, so langsam haben wir es dann auch. Aha. So, die ganzen Tage über, wo ihr nicht da wart, wo ich alleine war, da habe ich das immer so gemacht, dass ich das Auge ganz zum Schluss gemacht habe. Voll bekloppt eigentlich, soll man ja das Auge zuerst machen, ne? Aber ich hatte bei dieser Palette keinen Fallout. So, ich mache wieder natürlich... Übrigens, da habe ich mir die andere jetzt bestellt und da gibt es drei Farben von. Nicht zwei, das war doof von mir. Es gibt drei Farben. Manchmal weiß ich das alles gar nicht so genau. Ja. Und dann mache ich das immer so, mache ich eine Seite so für und dann nehme ich die andere Seite dafür. Und mache das hier so unter. So einen so helleren Streifen und gleich verteile ich das nochmal. Dann nehme ich wieder die dunkle Seite praktisch, also der ist dann so zweigeteilt, sieht man sogar richtig gut im Spiegel. Und dann mache ich natürlich das hier weg. Wir wollen ja bestimmt gleich filmen, also wir filmen das immer mit den Kindern, wenn einer Geburtstag hat oder so. Und das ist voll niedlich, die kleinen Kinder zu sehen, wie süß die sind. Da gucken wir immer den ganzen Tag unsere Filme, unsere eigenen Filme mit den kleinen Kindern. Was ist so süß. So süß. So, und jetzt nehme ich dann nochmal die helle Seite und mache das dann nochmal hier so. Das ist so ein Trick. Also einfach nur, also gleich hole ich euch dich daran, aber so, ich finde immer Kontur kann man ganz gut weiter weg besser sehen, finde ich. Da sieht man so das Gesamtergebnis. So, wenn ich damit durch bin, dann nehme ich immer meinen Bronzer. Müde. So, nehme ich den von Essence, weil der gerade hier rumlag, den Puschelpinsel und dann mache ich das hier rüber und dann verteile ich das praktisch alles. Mache so meine drei in Gedanken. Hier so ein bisschen wärmer. Jo, bis das so dann alles so ein bisschen, aber nicht hier runter gehen, ne? Das hier bleibt so. Dann nehmt ihr den neutralen Pinsel, den ihr für Puder genommen habt und verteilt euch so ein bisschen das hellere. Also auch nur so. Hier nicht so. Ist egal. Ist eh alles eine Wurscht. So, aber hier lasse ich es ein bisschen heller. Das sieht irgendwie dann ganz witzig aus. So, dann fehlt nur Rouge. Ich räume immer gleich auf. Achso, da habe ich ja von BH Kosmetik. Risiko. Habe ich ja eine Palette von meiner Freundin geschenkt bekommen. Holla, die Waldfee, da müsst ihr richtig aufpassen. Oh, da habe ich auch bei Instagram so ein kleines Filmchen gemacht. Alter Verwalter, sind das Farben. Aber die halten gut lange, bis abends. Jedenfalls bei mir. Und wisst ihr, was ich ganz zum Schluss immer mache, bevor ich das vergesse, euch zu erzählen, habe ich auch von meiner Freundin schon wieder gesagt bekommen, Rosenwasser. Ich habe jetzt mein Rosenwasser, mein Rotense Rosenwasser, ne, was ich hier immer habe. Kennt ihr, ne? Hat ja fast jeder, glaube ich. Und das habe ich jetzt... Oh, Alter. Aufräumen, Fräulein. Ich habe zu viele Produkte. Guck mal, das habe ich einfach da reingefüllt. Da ist Rosenwasser drin. Das ist von Avon eigentlich, aber das war fast leer. Dann habe ich das dann überall so reingesprüht, so in die Klamotten, in die Handtücher, bis es leer war. Und dann habe ich das umgefüllt und tausendmal ausgespült. Und jetzt habe ich hier Rosenwasser drin und dann kann man sich so schön damit einsprühen. Ganz zum Schluss so als Fixing-Spray Rosenwasser nehmen.
Das ist ein mega Tipp, das finde ich richtig geil. Und ich dachte erst, das darf man nicht so in die Augen oder so. Rosenwasser ist richtig gut für die Augen, stand da. Abschwellend und so. Naja, nur bei mir wieder nicht. Bei mir schwillt gar nichts mehr ab. So, also, ich überlege gerade. Also, da müsst ihr wirklich, das sind so krasse Farben. Ey, das ist so der Oberhammer. Sieht gut aus auf der Haut, aber da müsst ihr echt. Ich nehme mal das hier. Tupf da so rein. Guck mal, wie der Pinsel schon aussieht. Guck mal, das, so viel Farbe gibt das schon ab. Ich wollte aber nicht putzen. So, also, seht ihr schon, ne? Ich habe da wirklich nur so bam bam und dann sofort abklopfen und ganz vorsichtig ein bisschen reinstupseln. Ja, nun gut, nun bin ich auch ganz doll blass. Also für meine Verhältnisse. Ich bin ja keine dunkle Frau, ich bin so Mittelmedium. Mittelmedium-Frau und ich finde das jetzt fast schon wieder zu dolle. Das brauchst du nicht so zu finden, das ist so, Fräulein. So, und jetzt kommt nämlich wieder die Nyx. Gar nicht so einfach hier, ne? Und deswegen finde ich die Nyx so toll, weil dann gehe ich nämlich mit diesem neutralen Puderpinsel, den ich natürlich danach sauber mache, rein. Und dann habe ich so ein klein bisschen dieses Weiße. Und dann kann ich nochmal, jetzt muss ich gucken, wo will ich jetzt weniger Rouge haben. Oder einfach so allgemein einfach mal rüber. Das geht richtig gut. Einfach so allgemein so ein bisschen abschwächen und mehr verteilen. Besser, ne? Der wegen die da. Ich habe hier nicht viel Platz. Ist ja nur eine Fliese, die ich hier unten habe, so als Ablage, ne? Oh, das mag ich auch total gern. Das finde ich auch so toll. Das muss ich heute auch nochmal drauf machen. Wie darf ich das? Heute ist Ostern. Oh, das finde ich auch so süß auf der Nase. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Mache ich immer mit denen hier. Guck mal. Das finde ich voll schön. Oh, heute ist ja sowieso egal. Und ich mag ich ja nicht so gerne so, ne? Aber mache ich heute mal. Der da von Catrice. So, und dann habe ich das ganze Gedöns fertig. Pinsel packe ich erstmal wieder hier rein. Und wenn ich Zeit habe, noch den Usseier suchen, dann mache ich die sauber. So, und sehe ich so aus. Geht ja schon, ne? Schnell mal einen Schluck Kaffee. Ach so, jetzt geht das weiter. Was machen wir jetzt? Jetzt hole ich euch erstmal dichter ran, dann könnt ihr das so. Das reicht aber, ne? Ich fasse mir so die Haare an, weil ich mir denke, so, oh, schönes Gefühl. Ist echt ein bisschen anders mit dem. Mal sehen, tut man noch nichts, ne? So, nun muss ich erstmal den richtigen Pinsel finden. Die habe ich alle zur Auswahl. Den nehme ich immer gerne zum Verblenden nachher. Jetzt brauche ich einen helleren für die hellen Farben. Und jetzt suche ich einen, den werde ich hier nehmen. Den für die Äuglein. Und es geht um diese Palette. Die gibt es bei Rossmann. Die ist schön. Und die Farben. Achso, die Palette habe ich geschenkt bekommen, wisst ihr noch, ne? So sieht das aus. Ganz, ganz tolle Farben. Meine Augen. Ja, gestern habe ich schöne Schminke damit hinbekommen. So, ich gehe mal in die hellste Farbe, in die Basic. Ich dachte gerade, ich habe vergessen, mich abzupudern. Dachte ich echt gerade. Ich wollte gerade sagen, sag mal, habe ich vergessen, mich abzupudern. Also manchmal doch. So, also was mache ich? Ich mache jetzt hier erstmal nur ein bisschen hell. So einfach. Zack, 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 zack. Oh, oh, ich höre schon die ersten Kinderstimmen. Meinst du mich? Warte mal, ich mache mal kurz auf Pause. Sie will was fragen.
Ah, ist ja klar, dass sie ungeduldig ist. Ne? Sie fragte jetzt eben, wann können wir denn loslegen? Ja, gleich. 10 Minuten lassen wir die noch schlafen. Wie spät ist das jetzt? 8:45. Ja, ist schon. Aber die bleiben auch echt lange wach jetzt, gerade in der Corona-Phase. Ne? Na gut, also. Jetzt war ich in dem ganz hellen Ton und jetzt gehe ich in den. Also, wie gesagt, ich habe die jetzt schon 2-mal benutzt und das sind richtig, richtig, richtig tolle Farben. Sind total meine Farben. Also, ich finde das voll süß an meiner Freundin, dass sie das mir geschenkt hat. Das sind so, ich mag total gerne so rote Töne im Moment, ne? Ich habe das so irgendwie für mich so entdeckt. Besser wäre, ich würde sich hier so ein bisschen hinlegen, würde den Kaffee beiseite schieben. Aber das Mischstück bleibt ja nicht offen. Oh Mann! So. Jetzt hat sie's. So, also ich mag immer gerne so ein bisschen mein Auge festhalten. Und dann mache ich hier ein bisschen rötlicher Ton. Der Ton heißt Love. Oh, passt ja. Ich bin ja voll die Love. So. So richtig schon auch hier rein. Eigentlich, finde ich jetzt so, kann man mit der Palette nicht viel falsch machen. Die ist eigentlich fast idiotensicher. Jetzt gehe ich in den ganz links unten in den etwas abgeschwächteren Rotton. Das ist fast so ein Rosé. Und male mir das mal hier mit an. Weil da kommt noch nachher ein Topper rüber. Ich persönlich finde ja, dass mir am besten steht, wenn ich so außen dunkel bleibe. Finde ich bei mir am besten. Das Rouge muss ich mir dann nochmal angucken. Jetzt gehe ich in den, ich zeige es euch doch lieber mal. Also zuerst war ich in den, dann war ich in den und jetzt eben war ich in den, bewegliche Lid. So, und jetzt halte ich mich hier auf und nachher hier unten. Jetzt mache ich diese beiden dunklen Töne rauf. Und dann mache ich diese beiden auf das bewegliche Lid. Und dann hoffentlich sehe ich fein aus. Jetzt gehe ich als allererstes mal in diesen ganz, ganz dunklen Ton. Und ja, ich nehme nur diesen einen Pinsel. So, jetzt hole ich mir erstmal das Auge optisch ein bisschen hoch und gehe so ein bisschen in die Kante rein. Naja, seht ihr ja denn. Achso, was gibt es heute bei uns zum Mittag? Currywurst, Pommes, ich freue mich schon. Das macht so gar keine Arbeit. Das ist, schmeiße ich einfach in die Fritteuse, fertig. Dann habe ich so ein Panettone geholt bei Lidl. Panettone kennt mein Mann, der ist ja Italiener. Also ich weiß nicht, ob das alle Italiener machen. Aber er kennt es so aus seiner Familie und da wir ja keinen Kontakt zur Familie haben dürfen, also, ne, ist ja nun mal so, dass man es nicht darf, darf man nicht fertig, ne. Brauche ich ja jetzt hier nicht in Anführungsstriche zu setzen, es ist so, wie es ist, ne. Und man will die ja auch nicht gefährden. Und jetzt bin ich gerade in den helleren Braun gegangen. Jetzt gehe ich nochmal so schön in die Dings rein. In die Falte. Und verteile sie. Ich brauche nicht viel Farbe. Also die sind ganz schön ergiebig. Die Farben. Ich finde die Palette toll. Ich bin da mega mit zufrieden. Jetzt würde ich mich auch nicht das dritte Mal heute damit schminken. Finde die Töne ganz, 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 ganz toll. So, jedenfalls habe ich so eine Panettone besorgt, weil ich finde, dass er ja auch seine Tradition so ein bisschen bewahren muss, wenn er die schon nicht sieht. Aber man kann ja auch telefonieren. Ich glaube, für die ist das doofer. Für uns geht es noch, weil wir haben Kinder, wir können uns ablenken, wir können spielen und so. Uns fällt immer irgendwas ein, was wir mit den Kinderchen machen. Aber für die Älteren, die alleine sind, die tun mir wirklich, wirklich leid. Das ist richtig scheiße, dass die alleine sein müssen. Hoffentlich ist das bald alles vorbei. So, jetzt sehe ich so aus. Mal so auf schnell. Ich muss mich nämlich, glaube ich, jetzt beeilen, weil ich glaube, die kommen gleich. So, und jetzt habe ich diese wunderschönen beiden Töne hier. Die sind echt toll. So, und jetzt gehe ich als erstes in diesen bräunlicheren Ton. Mache das mit dem Finger. Und bin damit so richtig zufrieden.
Verblenden tue ich zum Schluss auch gleich nochmal richtig. Dann geht das alles so schön ineinander über. So, und jetzt nehme ich den anderen helleren Ton und setze den nochmal hier rein. Aber nicht ganz in die Mitte. Ein bisschen schwierig gerade. So, jetzt habe ich, also den einen habe ich da und den anderen da. Aber ich vermische das auch so ein bisschen. Das finde ich voll schön. Einer alleine reicht mir nicht. Ich mische das gerne. So, und das reicht mir jetzt auch noch nicht. Jetzt gehe ich nochmal in den weißeren. Zack. Zack. Und nochmal hier rüber. Darüber. Und jetzt kommt der hier. Ich will nicht gerade mit dem Pinsel, ohne Pinsel. Ich mache mal oben. War das jetzt richtig, der Ton? Nee, der war nicht richtig. Der hier, der muss es sein. Nicht der, der. Nein, nicht mit dem Finger. So. Und dann mache ich mir da nur so ein Pünktchen rein. So. Zack, zack, zack. Da noch ein bisschen. Aber nur ein bisschen, nur weil heute Ostern ist, darf ich da oben auch glänzen. Sonst lieber nicht. So, und jetzt bin ich schon zufrieden. Jetzt kann ich mir den größeren Pinsel nehmen. Und dann kann ich von der hellen Seite zur dunklen vorsichtig einmal so verteilen. Aber viel Verblenden braucht ihr da nicht. Das habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht. Jo, ich mache da jetzt gar nichts. Ich bleib so. Ist doch meine Sache. Wie immer hier das Auge. Ja, ich finde das toll. Muss man gar nichts weiter machen. So, genau. Jetzt brauche ich das, was ich schon wieder nicht finde. Wo bist du denn? Da. Oh, du siehst ja aus. Guck mal. Das ist ja peinlich. Na gut, keine Zeit, uns jetzt hier zu ärgern. Jetzt nehme ich nochmal den braunen. Geht gut, ne? Habt ihr das gesehen? Das kann ich eigentlich gar nicht. Aber damit kann ich das. Tränen schon wieder. Das ist schon wieder immer dieses dumme Kacke-Auto, Auto-Auge. So, guck mal, ich habe fast kein Fallout. Ganz, ganz, ganz wenig. Muss nur einmal so machen. Das ist echt toll. Das mache ich auch unten. Und wie gesagt, dann ganz zum Schluss nochmal. Oh, guck mal, wie gut ich das schon kann. Und dann nehme ich jetzt auch, ich überlege gerade, den hier. Für hier unten. Jetzt kommen nur noch die Wimperntusche. Da mache ich aber auf Pause, das wird zu langweilig. Das habe ich noch drauf und die Wimperntusche. So, so sieht der gesamte Look aus. Ich bin sehr zufrieden, hat mir gefallen. Ja, schreibt mir gerne, ob ihr die Palette auch habt, wie ihr damit so umgeht, ob euch das auch so gut gefällt wie mir. Macht mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Dürft mich gerne kostenlos abonnieren, ganz wichtig ist kostenlos. Ich mache auch ganz viel bei Instagram jetzt so neuerdings, also immer so ein bisschen mehr, auch heute so Ostern werde ich ein bisschen was mehr reinsetzen als sonst. Und beim nächsten Mal dann Unboxing oder so. Und was wollte ich noch sagen? Könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann wisst ihr immer, wenn ich wieder da bin. Also ich wünsche euch frohe Ostern, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr auch so zufrieden seid mit der Palette wie ich. Und wie gesagt, der hält den ganzen Tag Nummer 140. Bis dann, tschüss.